Ja, während ihr, Dann packe ich Abel mir hinterm Ohr, sobald wir außer Sichtweite sind. Seid ihr denn wahnsinnig? Warum? Das ganze Zeug bei einem Händler kaufen! Selbst ich hätte das nicht gemacht! Ja, während ihr da gerade am Markt steht, um euch herum, die ganzen geschlossenen Stände mittlerweile, könnt ihr wohl hören, wie sich irgendjemand nähert, an euch vorbeigeht, kein gesteigertes Interesse an euch hat, auch obwohl Goldhand da jetzt herumschreit. Und wenn ihr euch einmal umdreht, könnt ihr wohl erkennen, wie zwischen den Schatten der Stände ein Halbelf entlang spaziert, in schwarz-rote Gewänder gewandt, an euch vorbeigeht. Würde mir den mal genau anschauen. Wie sieht er denn aus? Ja, Elf, Halbelf, wie gesagt, hat spitze Ohren, schwerlich zu erkennen, aber um die 50 Jahre, würdest du vielleicht sagen. Wurde uns nicht dieser ein KGA-Agent beschrieben, der hier in Warung operiert? Ich weiß nicht, ob es ein Halbelf war, ich glaube aber ja. Fragst du das uns oder den Meister? Den Meister natürlich. Oh, wenn du die Informationen so bekommen hast, ich hab dir alles gesagt. Ist das nicht dieser? Ich weiß schon wer. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Ruf doch mal nach Raskette. Vielleicht reagiert ihr. Was sagt ihr denn jetzt Wahnsinns? Seid ihr bescheuert? Aber mir, ihr wisst wirklich nicht, wie man mit Fingerspitzengefühl vorgeht. Ich Oder? ziehe ihn jetzt am Ohr von diesem Marktplatz runter. Wie wollt ihr denn dann? Komm mit! Wir müssen nicht jeden absolut immer verraten an jeder Gelegenheit. Ist das nicht sein Tarnname? Nein. Okay, hab's so verstanden. Also wirklich, ich dachte, ihr kommt aus dem Horusreich. Ich Ein dachte. wenig gesellschaftliche Ich dachte. Aufmerksamkeit sollte man euch doch zusprechen können, Das oder? ist das dritte Mal in weniger als 2 Tagen, dass ihr uns beinahe um den Kopf und Kragen redet. Ich dachte, das wäre ich in der Höhle, dem so solche Fauxpas passieren. Aber selbst mir ist der Ernst dieser Lage bewusst. Aber mir eben ist wirklich. Wie wollt ihr dann diesen Agenten finden? Wieso sollten wir das tun? Der Wir kann haben doch keinen. seine Arbeit besser machen, wenn nicht irgendwelche Leute mit ihm rumhängen. Zumal dieser Agent im Verdacht steht, übergelaufen zu sein, wenn ihr euch an unsere Anweisung erinnert. Das war die Frau, die übergelaufen ist. Beide! Nur bei der Frau wissen wir es. Naja, Kommt, wir haben einen nein. Termin einzuhalten und je weniger ihr dabei sprecht, desto besser für alle. Ach, na gut. Gut, ihr habt die Rohmaterialien für Zaubertränke und die Rohmaterialien für einen Brandapfel. Wie geht's weiter? Ich würde mich an der Rezeption erkundigen, ob es irgendwelche Labore zum Mieten gibt. War der Plan nicht, dass wir jetzt zum Mangrave gehen, um eins bei ihm zu mieten? Das können wir auch machen, aber ich meine, es schadet ja auch nicht, wenn wir erstmal rumfragen, oder? Das ist wahr. Labore zu mieten wird es sicherlich geben. Das sind dann allerdings sehr profane. Es geht dann vor allem um sowas, vor allem auf Nachfrage bei mehreren Leuten. Es sind dann eher Laboratorien von irgendwelchen Kerzengießern oder Beinschnitzern oder sowas. Das ist also sehr, sehr handwerklich profanes Zeug mit sehr archaischen Laboratorien. Also nichts Hochwertiges. Oh, das ist schlecht. Ja, gut. Wenn also noch jemand irgendwas zu tun hat, bevor wir jetzt bei Mengelife reingehen und ihn umbringen, sollte er sich jetzt anschauen. Ich sag, würdest du mir vielleicht den Astraltrank geben? Ich möchte ihn gerne mit der wenigen Menge an Astralkraft dort hineingehen. Ja, natürlich. Hier, wie gesagt, ich weiß nur nicht, wie potent er ist. Werden wir gleich sehen. Ja, ich würde den Trank dann nehmen und entkorken und trinken. Qualität C. Hey, das waren 3W6. 3W6. Okay. Bin ich bei 20 ASP. Naja, ein wenig hat er geholfen. Ist schon mal nicht schlecht. Vielen Dank, Isarun. Bitte, bitte. Ich hoffe, das war es Geld wert. Aber Sumox, ne? Ich bin Sinistra. Ja. Entschuldigung. Mit den Namen ist echt trickreich.
Ja, das habt ihr Zwerge irgendwie alle. Ja, wir sind ein eigentlich ehrliches und ein geradliniges Volk. Das kann ich durchaus nachvollziehen, aber besondere Umstände erfordern eben besondere Maßnahmen. Ja, ich werde mir darauf achten. Kommt jetzt. Lassen wir den Alchemisten nicht warten. Ja, so könnt ihr wieder an die Gasse herantreten, die Boltax und Abel mir schon vor einigen Stunden besucht haben. Und auch hier könnt ihr wieder die dampfenden Schlote riechen vor allem und auch die dampfenden Fässer, die davor stehen. Immer noch eine Patrouille, die davor steht. Dieses Mal handelt es sich wohl um andere Menschen, andere Personen, die dort vorstehen. Also die Wache hat wohl gewechselt in den Stunden. Ja, ich trete auf die zu und hebe eine Hand zum Gruß. Der ja. Ewig Gierige grüßt euch. Wir sind in der Mauerstraße 3, nicht wahr? Schwarze Mutter zum Gruß. Was können wir für euch tun? Wir hätten gerne einen Termin beim Alchemisten Aloris Mangrave. Heute Nacht noch. Er arbeitet. Vorziehenderweise, ja. Wir sind bereit, ganz exzellente Preise zu bezahlen. Komm morgen wieder. Wir sind auch bereit, für eure Dienste ganz exzellente Preise zu bezahlen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber er bringt uns um, wenn wir euch durchlassen. Keine Chance. Er bringt uns sowieso um. Ich meine, wer seid ihr eigentlich? Ich bin Goldhand. Aha, sprechender Name, okay. Was wollt ihr von ihm? Wie gesagt, Geschäfte alchemistischer Natur. Damit kenne ich mich nicht aus, aber seid mir versichert, egal was ihr braucht, ihr findet es woanders, ohne dass er euch... Der Tod ist besser, sagen wir so. Man versicherte uns eingehenderweise, dass was wir zum derzeitigen Punkt brauchen, nur bei ihm erhältlich sei. Ja, das ist klar, aber trotzdem, komm morgen wieder. Dann könnt ihr mit seinem Professor oder sowas verhandeln. Trüger hat dann wieder Zeit für euch. Mangrace ist unten in seinen Kellern und wird er sicherlich sich nicht abbringen lassen. Könnt ihr mit Trüger verhandeln. Zu schade, man versicherte mir eigentlich, der gute Alchemist hätte dieser Tage Termine frei. Dieser Tage? In der Nacht sicherlich nicht. Wie gesagt, komm morgen wieder. Lass mich nicht für Gold umbringen. Das funktioniert vielleicht in Mendena bei euch, aber tut mir leid, Goldhand. Bis morgen. Na gut, zu schade auch. Gehabt euch wohl. Sag mal du, Zwerg. Ja? Warst du vorhin schon hier? Ja, wie gesagt. Wir haben doch einen Alchemisten gesucht. Das war offensichtlich der. Ja. Goldhand hier ist der Chef. Der hat gesagt, such den Alchemisten. Mir wurde schon gesagt, dass hier vorhin zwei Leute waren. Einer davon war ein Zwerg. Genau, das war ich. Und da wolltet ihr nicht mitkommen, oder wie? Jetzt habt ihr ja keine Zeit. Und wie gesagt, der Herr Goldhand möchte ihr Geschäfte machen. Gut, dann. Ich ziehe es vor, meine Untergebenen nicht mit übermäßig viel Verhandlungsgewalt aus dem Haus zu schicken. Dabei blickt der Wachmann einmal zu Rafim, nickt. Ah, dann. Schönen Abend noch. Schwarze Mutter mit euch. Ja, hinter der nächsten Ecke wird konferiert. Und was machen wir jetzt? Nun, Plan A oder Plan B? Plan A ist gerade gescheitert. Rafim? Nun, dann bleibt Plan B mit den Klingen oder Plan C. Wir kommen morgen wieder. Blödsinn, wir haben gerade die Information, dass er im Moment in seinen Laboratorien ist. Außerdem stehen wir unter Zeitdruck, rein. Oder? Zeitdruck stehen wir. Richtig. Hört ihr das? Ist das ein Hund oder ein Ghoul? Stimmt, ein Ghoul. Ich denke nicht, dass es hier noch lebende Tiere gibt. Doch, wir haben Hunde gesehen. Erinnert ihr euch? Es stellt sich nur folgende Frage. Möchten wir uns durch die Wand reinschneiden und durch die Mauer klettern? Das ist Google. Ich gehe ein paar Ghule umbringen. Tut dies. Ich komm mit. Ich sag's ungern, aber vielleicht haben diese Ghule sich in oder neben den Keller gegraben. Oh. Wir gehen durch die Ghoul-Tunnel. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ihr habt den Mann gehört. Los geht's. Ihr sucht nach Ghoulen. Waffe gezogen, suche ich nach Ghoulen. Okay. Ich glaube, wir müssen den Kampf nicht auswürfeln, aber ich werde... Ach, wie mache ich das denn?
Überlege gerade mal. Ich würfe mal. Es sind viele Ghule. Es sind sehr viele Ghule. Ihr geht alle jetzt rein, ja? Mhm. Gut. Also wir haben uns natürlich eine Engstelle, dass sie ihre Zahlen nicht ausnutzen können und gehen schön Informationen, dass sie jetzt nichts anhaben können. Und ich würde mich hinter die Formation stellen, sodass sie nicht durchkommen. Und nicht an ihrem Kampf teilnehmen, ja. Weil. Du bist moralisch ja unterstützt, dass du alles einfrierst. Ja, ich kann zur Not halt still machen, falls wir nicht so viel Aufmerksamkeit erregen wollen. Ach, ich glaube, Ghoul-Schlachten ist ja eigentlich Volkssport. Ich glaube, dafür hat man ganz wahrscheinlich auch Danke dafür. Gegen mehrere Säcke Kartoffeln. Rafim, wie hoch ist dein Rüstungsschutz? 5-7. 5-7? Ja. Ich würfel einfach mal 5 Attacken. 1, 2, 3, 4, 5. Dann würfel mal bitte 2 Trefferzonen aus. Bauch und Beine. Bauch ist sicherlich eine 8, ne? Ne, eine 7? Ne, 5. 5. 5 nur? Autsch, 5 am Bauch. Bist du lebensmüde? Ja. Ja, da kann man nicht viel machen. Ich habe auch noch 4 am Bauch. Ich habe 11 am Bauch. Okay. Dann könnt ihr euch durch eine Vielzahl von Ghulen schneiden. Gerade in der Nacht kommen sie nach draußen, wenn dann die Drachengardisten die Hauptstraßen patrouillieren. Ihr drückt euch an der Mauer herum, versucht es dann in die Ghul-Tunnel, euch irgendwie nach unten zu kämpfen. Zumindest dann irgendwie, wenn ihr dann in den Gassen dann vordringt, könnt ihr dann lose Steine beiseite treten, könnt dann in ein kleines Häuschen eindringen, wo dann wohl auch die Bewohner vor einiger Zeit gefressen worden sind. Schneidet euch dann durch Wohnzimmer an dem Bett, da schiebt ihr so ein bisschen beiseite, ihr könnt dann in die Ghul-Tunnel vordringen, die hier tatsächlich vor langer Zeit gegraben worden sind. Allerdings wird Rafim den einen oder anderen Kratzer über seine Rüstung bekommen, der dann wohl auch an der Rüstung vorbei kratzt oder beißt. Und wir gucken uns mal das erhöhte Infektionsrisiko an. Von den Ghulen. Dafür haben wir es. Die Jungs halt auf die 17. Mit besserer Entfernungsklasse. Also ich glaube nicht, dass die mal treffen. Mit. Also die wollen nämlich treffen. Es sind halt viele, das ist das Problem. Es sind halt viele. Sei froh, dass ich jetzt nicht einen Crit fischt, okay? Ich wollte gerade sagen, also ich kann jetzt auch so lange würfeln, bis ich eine 1 bestätige oder sowas. Deswegen gebe ich jetzt einfach nochmal zwei Treffer. Kann ich an 100 Attacken, die wir irgendwie aushalten. Kann ich an dieser Treffer für ihn nehmen? Kannst du machen, ja. Nehme ich an. Also es sind 4, ihr könnt die vier Ghoul-Klauen könnt ihr unter euch beliebig aufteilen. Könnt euch auch die Schadenspunkte beliebig aufteilen, aber definitiv werden euch 4 Ghoul-Klauen irgendwie treffen. Um das okay, einfach dann, mal abzukürzen an dieser Stelle. Dann Rafim, du 2, ich 2. Ich glaube, wir haben die beste Rüstung, also mehr bei dir ist es halt eh egal. Ja, das ist nicht egal. Ich habe auch an Stellen, ich war stellenweise relativ wenig. Ich zwei einfach fertig. Gut, Sie haben gesagt, wie gesagt, ein erhöhtes Infektionsrisiko und zwar die 5. Das heißt, wenn Sie SP anrichten, dann werden, ich muss mal gucken, Konstitutionsproben. Ich muss mal gerade gucken, wie das TVT ist das, ne? Ja. Müsste aber auch nie benutzt. Müsste aber auch im WDG stehen. Keine Sorge. Was ist denn der Zobot? Von den Krankheiten kann ich euch aber heilen. Alles easy. Nicht, wenn wir bis dahin schon so gut geworden sind. Und ich glaube, das ist auch nur pro irgendwelche SP, dass da irgendwas fällig wird. Ich glaube, auch bloß 5 Schadenspunkte ist irgendwie eine. Ja, aber es sind nicht 5 Schadenspunkte auf einmal, das sind 5 Schadenspunkte insgesamt. Mhm, also pro einem angerichteten Schadenspunkt. Ihr erhöht das Infektionsrisiko. Zu allen W20 Würfen, die durchgeführt werden, um die Infektion mit einer Krankheit festzustellen, wird die Stufe dieser Eigenschaft addiert. Ja, okay. Das heißt, die Stufe ist 5. Das heißt, ich würfel jetzt 1, 2, 3, 4 Stück. Dann sind sie nicht infektiös. Kein einziger? Einziger. Nee, also 1 bis 6. Ja. Oder wir sagen 20 bis. Eigentlich ist schlecht, ja gut, ne? Das ist die 17. Hoch ist schlecht für uns. Ja, eigentlich schon. Das heißt, die 17 würde die 17 würde infizieren. Meine Standard-Zobot-Tonne. Das ist so zu Google. Stehen denn Ghule? Lähmender Biss, lähmende Berührung, erhöhtes Infektionsrisiko,
Zu allen W20 Würfeln, die durchgeführt werden, um die Infektion der Krankheit festzustellen, wird die Stufe der Eigenschaft addiert. Ich glaube, ja. Bei so und so viel wird man infiziert. Pro 5 genau, es kommt SP auf die... besteht eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, an einer der folgenden Krankheiten zu erkranken. Die Wahrscheinlichkeit ist also 5%. Pro 5 SP, die du frisst. Selbst wenn wir beide 2 Angriffe nehmen. Es müssen nicht 5 SP in einem Angriff sein, also müssen wir die jetzt auswürfeln. Ja, du, da ist doch. Ist doch gewürfelt. Ja. Das ist doch Schaden durch Klauen. Dann reicht es tatsächlich nicht. Wenn ich den ersten nehme, da kriege ich gar nichts. Und beim zweiten, das ist ins Bein, da kriege ich 2 SP. Also wenn ich alle in den Kopf nehme, was es nicht ist, wie ich gerade sehe, dann reicht es vielleicht, aber ansonsten nicht. Mit 20. Ach, das ist das Schlachtfeldfieber. Na gut, das passt zu einem Chorgeweihten. Das macht dir gar nichts. Kann man denn Krankheiten nicht mit Konsti oder so widerstehen? Oder ja, geht das nicht? Ja, aber ich glaube erst am Ende der Inkubationszeit warte Schlachtfeldfieber. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich dachte, es würde so funktionieren. Ist Schlachtfeldfieber Wundfieber? Nee, Schlachtfeldfieber ist die Gilbe. Oh, okay. Und zwar nach 3 Tagen müsstest du dann, glaube ich, den Konsti-Wurf erschwert um 6 machen oder 8 für Elfen. Und dann würdest du krank werden, wenn du ihn nicht schaffst. Gut. Oder würfelst du den jetzt und warte, ich guck kurz nach. Ja, dann können wir doch jetzt würfeln. Ja, ist es richtig. Ich meine, egal was passiert für den Kampf in Mangrave, ist es nicht relevant. Also genau. Können wir es nachher in Ruhe nachschauen. Moment, es gibt Krankheiten im Spiel. Ja. Plus 6 würde ich nicht schaffen, aber dafür habe ich ja hier meinen. Oder habe ich heute schon? Schicksalspunkt? Ne, ja. Noch nicht, meine ich. Dann mache ich nochmal hier. Das sieht gut aus. Plus 6 ist geschafft. Ja. Dann kann er die Krankheit ohne weitere Auswirkungen abwenden. Könnt ihr euch durch die Gulltunnel schlagen, die durch ganz Wahrung sich irgendwie ziehen? Allerdings gibt es wohl eine bröcklige Wand, hinter der es besonders stinkt, sagen wir so. Kann ich mich... Na gut, okay, wenn wir uns nicht zu orientieren brauchen, dann würde trotzdem gerne mit Bergbau mich orientieren, ob wir jetzt etwa an der Stelle wären, wo wir Mangraves Haus oder Keller vermuten. Oder brauche ich dafür ein anderes Talent? Also, so eine Schärfe riechen. Okay. Zwergnase würde natürlich helfen, hast du aber nicht, ne? Der Vorteil. Hab ich nicht, ne. Quatsch, nicht Selbstbeherrschung, scheiße. Verklickt. Ja, grüne Schärfe. Boah, das macht's nicht besser, das macht's schlechter. Hast du noch ein Chip? Was reicht, oder? Ich hab doch bestanden. Naja, also eine Plus minus Null. Wenn es jetzt eine Erschwernis gibt, es stinkt halt sowieso überall ganz generell. Du bleibst zumindest hinter einer bröckligen Wand stehen, wo du der Meinung bist, das könnte es sein. So, dann. Könnte hier sein. Es könnte? Ja. Das sind Ghoul-Tunnel. Die sind jetzt nicht besonders planvoll angelegt. Ich würde hier einen Durchbruch wagen. Na gut, start uns rein. Waffen hoch. Ja. Ist Naturstein, oder? Also, was soll das sonst sein? Nee, wenn ihr jetzt in den Kellern seid, ja doch, klar. Ja. Es ist wohl nicht. Es könnte Backstein sein, oder? Egal. Nee, Naturstein passt. Dann aktiviere ich ein ASP meiner Schneide des Dolches. Mein Dolch beginnt zu glühen und ich würde einmal ein ganz großes, möglichst großes Loch in den Stein schneiden. Also wie als würde ich mit einem heißen Messer durch Butter gehen. Und dann dürft ihr alle eine Selbstbeherrschungsprobe plus 8 würfeln. Helfen die Gasmasken? Die sind da schon drin. Okay, das war die Frage. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe es geschafft, aber nein. Wer es nicht schafft, bekommt 2W6 Punkte Erschöpfung und verliert 3W6 Punkte Ausdauer. Verlieren wir Ausdauer oder nehmen wir Ausdauerschaden? Ihr verliert Ausdauer. Mhm. Die Erschöpfung macht mir nichts. 5 Erschöpfung, ist okay. Die Ausdauer macht mir noch auch nichts. Könnt ihr bitte nachtragen und notieren? Das wird jetzt nämlich wichtig. Gut, dann dürft ihr alle eine Schleichenprobe würfeln, die von Beutag ist um 3 erschwert. Okay, einen Moment. Ich muss erstmal noch den ASP abziehen. So. Schleichen.
eh schon kein Talent, das ich so richtig gut kann. Ja. Möchte jemand einen Schicksalspunkt für meine 822 ausgeben? Würde, aber ich habe keinen mehr. Ich habe auch keinen mehr. Ich gebe aus. Okay, und ich würde dann gerne meine 19 neu würfeln. Dann würfel du als erstes, dann komme ich danach. Ist die Schleichen jetzt irgendwie erschwert, ne? Die Schleichenprobe ist nicht erschwert, aber sie ist konträr zu demjenigen, der auf deiner Seite steht. Deswegen sagte ich 8 zu 2. Oh Mann, so ein Kack. Das ist aber gar nicht mehr so gut. Oh, aber es ist gedungen irgendwie. Ach, auf Gewandtheit. Ich würde dann die 19 chippen. Der Uno hat aber auch richtig scheiße gewürfelt. Ein Punkt. Ja, ihr seid halt alle irgendwie nicht gut. Ihr müsst euch so. Also, Abelmir kann sich so ein bisschen zusammenreißen. Boltak schneidet da so ein bisschen durch diese Steine. Und du bekommst dann so einen Würger- und Kotzreiz, der dich wirklich anstrengt, während du da weiter und weiter schneidest und diese ekelhaften Gerüche dann zu euch hinein wabern. Ihr könnt fast sehen, wie die Luft sich gelblich färbt. Und wie. Ja, ihr guckt gerade so ein bisschen auf die Rüstungsteile von Rafim, als ob sie anfangen zu rosten, noch während Rafim da sein Schwert von diesen Ghoul-Teilen säubert. Als ob die Luft sich tatsächlich jetzt durch die Waffe von Rafim durchschneidet. Und ihr könnt leichtes, immer lauter werdendes Stöhnen hören von Kreaturen. Während dann alles hineinwabert und dann Boltax fertig geschnitten, könnt ihr auf der anderen Seite irgendwie hören, dass jemand dort seine Arbeit eingestellt hat, immer noch atmet und lauscht. Und dann wohl in dem Labor oder was auch immer das ist, herumgeht. So geruchsschwer. Das ist echt ekelhaft, der Gestank, der sich jetzt hier so nach Ammoniak zu euch durchwindet und wabert. Ich frag mal auf Attack, und jetzt? Ich signalisiere zurück, warten, nicht bewegen. Signalisiere Frage, ausschalten. Ich signalisiere eine Frage, Feuer? Ich gehe zurück und hole erstmal Luft, um meine Ausdauer zu regenerieren. Oder geht das gerade nicht? Du bist in einem Ghoul-Tunnel. Also selbst wenn du nochmal die Luft einziehst, es riecht nach Exkrementen, es wird nicht besser. Okay. Und während Kiaras irgendwas mit Feuer oder Brand kommunizieren möchte, könnt ihr auch riechen, wie so ein Brandgeruch in der Luft liegt. Können wir bestimmen, wo der herkommt? Aus dem Loch, oder aus dem Riss, den Boltax gerade erschaffen hat. Könnt auch definitiv sehen, wie da so ein bisschen Licht durch diese Spalten reinfällt. Irgendjemand bewegt sich da wohl gerade. Jemand kommt. Signalisiere, jemand kommt. Verbergt euch. Gibt es Möglichkeiten, sich hier zu verstecken? Ihr steht immer noch im Ghoul-Tunnel, ne? Also das sind nicht ganz 2 Meter hoch. Ihr würdet sagen, halt grob 1,50 ungefähr. Boltax kann hier noch stehen. Ihr müsstet da so halb gebückt laufen. Rafim ist es gerade besonders schwer. Dann kann man auch schwerlich da mit seiner Waffe noch schneiden, gerade wenn sie so groß ist. Also wirklich verbergen kann man sich nicht. Man könnte sich jetzt noch an die Wände dieser Ghoul-Tunnel drücken, aber... Ist jetzt so bloß ein Schnitt im Fels, oder? Also wir müssen uns so bloß links und rechts vom Fels hinstellen, von den Schnitten, oder? Klar. Dann kann man es noch nicht sehen. Ja. Oh. Ja, ihr könnt weiter warten. Irgendjemand geht da wohl hin und her. Hat wohl wieder angefangen zu arbeiten. Ihr verliert 1W6 Ausdauerpunkte. Dann nehme ich Blickkontakt zu Rafim auf und wenn der keine Angst zu haben scheint, geht's hinein. Das sieht entspannt aus. Dann geht's hinein. Ja, also immer noch, wie groß ist das Loch, was du geschnitten hast, Boltax? Du hast da jetzt so einen Kreis reingeschnitten, ja? Ja, also einen richtig großen Kreis, habe ich gesagt. Ja, dann müsst ihr definitiv einmal die Steinwand wegdrücken und das wird dann mit einem großen Krachen auf den Fliesenboden knallen. Da seid mal gewiss. Ja, Frage Silenzium. Genau. Sobald ich sehe, dass Rafim das ansetzt, würde ich einen Silenzium wirken. Zauberdauer? Wie lange Zauber, genau? Für eine Spielrunde. Also einen ASP würde ich reinstecken in den Silenzium. Du könntest so verkürzt Wirkungsdauer verkürzen. Sparst du ein ASP? Stimmt. Aber einen ASP sparen, da spare ich nichts. Das ist 2 Drittel, kosten nur. Ja, aber es gibt nur einen ASP rein. Genau. Wie lange ist denn die Zauberdauer? 2 Aktionen. Okay, ja, weil dann würde ich nämlich noch vorher anfangen, einen Armatrotz zu zaubern.
Zauber, oder? Das sind 3 Aktionen. Mhm. Ich würde dann aber, weil ich ja weiß, dass der Silenzium gezaubert wird, dann direkt die Spomat machen. Ohne Sprache. Oder was meinst du? Genau, dass ich da nicht sprechen muss. Gut. Okay, dann würfelst du zuerst und ich danach. Ja, lass mich mal gerade nachgucken, was das mit der Spomat war. Veränderte Technik pro ausgelassener Komponente 7 ZFP runter auf 4. Ich lasse mir Zeit plus minus 0. Wo ist denn der Dumme? Da. Achso, und ich wollte mir einen 4er geben. 4er Rüstungsschutz, den du überall bekommst, streichst über deine Arme und Beine und ihr verliert alle 1W6 Ausdauerpunkte. Dann könnt ihr hören, wie ihr gar nichts mehr hört. Wie groß ist der Kreis von dir, Boltax? Ich habe, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, 10 über, das bedeutet Reichweite ZFW Schritt Radius. ZFW? Wie hoch ist der? Mein Silenzium 12. Okay. Gut, dann hört ihr wieder gar nichts mehr und prinzipiell könnt ihr jetzt entweder Rafim oder Yalan die Tür auftreten. Ja, dann gemeinsam los. Ja. Ja, stellt ihr euch gegen, die Steine geben nach, brechen nach innen. Normalerweise müsste man jetzt hören, wie Fliesen zertrümmern, unter euch wegbrechen. Ihr könnt aber auch sehen, dass das gesamte Laboratorium, während Licht den ganzen Gang flutet, wohl von so etwas wie Wasser oder Schimmel, gelbes Wasser, dann bedeckt ist. Es würde normalerweise jetzt laut platschen und ihr könnt erkennen, wie wohl hinter einem der Laboratorien, der Schränke, jemand steht, der euch ansieht, aber nicht wirklich überrascht aussieht. Ihr hält gerade irgendeine Apparatur, ein kleines Glasgefäß mit Schwärze in der Hand, schaut euch an, nickt euch zu und schmeißt es auf den Boden. Initiative. Das soll vermutlich eine Dunkelheit sein. Hätte ich doch mal Blindkampf gekauft. Ja, das ist auch richtig worth it, Alter. Hast du auch was verzichtet, du. Blindkampf! Hey, du wolltest nicht schon immer 500 AP und Sinnschärfe, ich glaube 12 für wenig Wurf investieren? Ich dachte, du hättest eine Weile gemacht. Du kennst dich damit halt so aus. Dafür habe ich Körperkraft. Haben wir schon so ein Inhibrett? Ich habe eins, ihr nicht. Eure Token sind unsichtbar. Warum? Weil ihr in Dunkelheit kämpft. Plus 8. Ich habe Dämmerungssicht. Was halt ihr nicht? Also. Magische Dunkelheit. Ach so, magische Dunkelheit. Na gut. Okay. Ich würde ein Ode mit Wirkungsbereich Umgebungswirken, also ich mich umdrehen kann.